Willkommen zurück auf meinem Kanal, wer mich nicht kennt. Mein Name ist Ellie. Willkommen in der Familie. Ich reihe mich heute mal wieder ein in die Reihe der XY malt meinen Make-up-Look für eine Woche. Ich habe also eine ganz, ganz lange Woche vor mir. Es wird auf jeden Fall sehr interessant. Wer die anderen Videos nicht gesehen hat und nicht weiß, worum es geht, ich habe meine Freunde dieses Mal gefragt, ob sie mir Make-up-Looks malen können. Und ich werde die jetzt 5 Tage lang drauf malen, beziehungsweise ich muss ein bisschen schummeln, weil ich ein bisschen weniger als 5 Tage habe, aber wir tun so, als wäre es nicht so. Ich habe das Ganze schon mit meinen Followern gemacht. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Und auch mit meinen Lieblings-YouTubern. Das könnt ihr euch auch anschauen. Ich verlinke es euch gerne mal in der Infobox. Aber dieses Mal sind meine Freunde dran. Ich habe auch Freunde, die keine YouTuber sind. Das ist tatsächlich so. Aber ich habe jetzt mal die gefragt, die eben wenigstens irgendwie bekannt sind in diesem ganzen Social-Media-Ding, damit ihr sie vielleicht auch kennt. Bevor wir anfangen, dieses Video ist gesponsert von Purish. Ich habe nämlich eine kleine Nachricht zu verkünden. Die haben jetzt eine Black Friday Week eigentlich. Also die ganze Woche über gibt es richtig, richtig coole Angebote. Ich nutze Purish ja selbst total gerne. Es ist ein Online-Shop, der verkauft vor allen Dingen Marken, die man hier sehr, sehr schwer bekommt, eben aus Deutschland heraus. Das heißt, man muss jetzt nicht diesen ganzen Stress mit dem Zoll sich antun. Wenn ein Produkt, das ich benutze, bei Purish verfügbar ist und auch rabattiert ist, dann schreibe ich euch das dazu. Erkennbar an diesem kleinen süßen Symbol hier. Keine Sorge, mir wird jetzt nicht irgendwie vorgeschrieben, welche Produkte ich benutzen soll oder sonst irgendwas, sondern ich benutze einfach die, die ich habe. Die drei hier sind zum Beispiel auf jeden Fall reduziert. Auch mein Lieblingsprimer von Dominique Cosmetics, den ich immer benutze, den ich euch schon 2000 Mal gezeigt habe, der definitiv in diesem Video auch vorkommen wird, weil ich ihn jeden Tag benutze. Einige der Juvia's Place Paletten sind zum Beispiel reduziert. Frack ist reduziert, das Ding, womit ich immer meine Freckles mache, wonach ich tausendfach gefragt werde in jedem Video, wo ich es benutze. Oder auch das hier. Ich bin fast vom Stuhl gefallen, weil es so geil aussieht. Ja, guck mal. Oh wow. Sogar Nico da hinten findet es cool. Wir gucken einfach mal, was wir benutzen. Ich werde jetzt nicht nur Purish-Produkte benutzen, also keine Sorge, sondern einfach nur das, was für mich passt. Und dann schauen wir einfach nach beim Schnitt, welche Produkte davon tatsächlich in dieser ganzen Aktion drin sind. Die Black Week von Purish hat auch schon angefangen. Die geht noch bis zum 30.11. Also ihr müsst leider ein bisschen schneller sein. Aber wenn ihr davon noch irgendwas ergattern wollt, dann könnt ihr gerne in der Infobox vorbeischauen. Wie gesagt, ich verlinke euch da einfach alles. Ich merke schon, ich bin übermüdet, weil ich rede viel zu viel. Deswegen würde ich sagen, wir fangen an mit Look Nummer 1. Hallo, ich habe einen roten Look geschminkt und jetzt sehe ich aus, als würde ich nie schlafen. Was ich auch nicht tue, aber man sieht es jetzt auch. Wenn man an meine Freunde denkt, denkt man, wenn man mich so ein bisschen verfolgt, sofort an Laura. Mit Laura habe ich ja auch den Unlikely-Kanal und wenn ihr den noch nicht kennt, was macht ihr? Ich habe offensichtlich schon ein bisschen was vorbereitet, aber wir gucken uns jetzt erstmal den Look an, den sie gemalt hat. Und zwar ist das dieser hier. Laura musste natürlich einen Leo-Look malen, offensichtlich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, was sie sich dabei gedacht hat. Aber wir werden mal gucken, was wir daraus machen können. Ich habe schon eine Idee. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Ich habe angefangen schon mit den Augenbrauen, weil ich einfach ein bisschen Zeit sparen muss in den Videos, weil ich so viele Looks schminke. Ich habe das jetzt gemacht mit... Was ist das denn? Wo ist es hin? Wo ist es hin? Es ist weg. Ich finde es nicht. Ich habe benutzt Soap Brows zum Hochbürsten. Das funktioniert bei mir immer nur, wenn meine Augenbrauen wirklich kooperativ sind. Die meisten Leute haben nicht so mega störrische Augenbrauen. Meine sind ganz schlimm. Und dann habe ich Anastasia Beverly Hills Dip Brow in Ebony genommen. Das sieht so aus. Und ich habe jetzt die Idee gehabt, es sieht so ein bisschen aus, als wäre sozusagen hier oben wie so ein Leo Eyeliner, der so da oben lang verläuft. Ich habe nicht die perfekte Augenform für sowas, aber ich würde es gerne versuchen. Ich habe hier eine Palette, die ich sehr interessant finde, und zwar von Cash Beauty. Das ist eine Influencerin, die die Marke gemacht hat. Und ich liebe die einfach. Ich habe die Palette erst 1-2 Mal ausprobiert. Und die wird eigentlich perfekt zu diesem ganzen Vibe passen, glaube ich. Okay, ich gehe jetzt mal mit einem Blendepinsel in die Farbe Tomb. Das ist die hier. Ich will die jetzt erstmal nur ganz vorsichtig aufbauen, weil ich noch nicht so genau weiß, was ich eigentlich mache. Ich habe die Lidschatten Base übrigens auch gesettet. Deswegen ist es jetzt gerade ein bisschen softer, was genau das ist, was ich auch wollte. Wie gesagt, ich trage es gerade mit einem Blendepinsel auf, offensichtlich. Ich habe gesettet mit Afterlife aus meiner Palette. Mein perfekter Setting-Ton. Probieren wir doch mal ein bisschen dunkel aufzubauen. Ich gehe jetzt in... Ach komm, ich versuche es einfach in Rack. Okay. Was ist mit der Farbe? Die sieht irgendwie voll geil aus. Ich habe auch so gesehen meine... No, why did I do that? Stop. Mann. Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen mit Gemstone drüber. Das ist noch so ein bisschen kühler. Ja, das passt mir schon ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine schlaue Idee war, da mit Schimmer dran zu gehen. Ich gehe einfach mit ein bisschen matt noch drüber. Das funktioniert einfach voll gut. Auf dem Bild ist das Leo eigentlich auf der Hautfarbe drauf. Deswegen werde ich jetzt mir einfach so einen Eyeliner ziehen, der eigentlich so meiner Hautfarbe entspricht. Und ich glaube, ich nehme dafür eine Base. Ready? Ich auch nicht. Oh oh. Ich brauche einen anderen Pinsel dafür, glaube ich. Ein Babypinsel. Ich glaube, das war zu weit. Ja, leider, ihr gerade einen halben Herzinfarkt eigentlich. We're getting there.
Das war sehr anstrengend, aber ich glaube, es sieht gut aus. Ich gehe jetzt mal in Afterlife aus meiner Palette mit BH Cosmetics. Und sette das mal ganz vorsichtig. Okay, liebe Leute und Laura, ich versuche da jetzt ein Leo-Muster reinzumalen. Wie malt man Leo-Muster? Ich habe hier einen braunen Liquid Lipstick von Anastasia Beverly Hills. Ich mal jetzt einfach irgendwelche Punkte da rein. Das sieht aus wie eine Kuh. Ich schwöre euch, ich habe seit locker 20 Jahren keine Leo-Muster mehr gemalt. Stunde der Wahrheit. Wird es aussehen wie Leo-Muster oder nicht? Okay, ich fühl's. Ich bin mir nicht sicher, was da passiert. Könnte sein, dass es einfach nur so ein Outline von einem Eyeliner ist. Ich nehme jetzt mal einen braunen Eyeliner von Maybelline. Okay. Und mal einen Strich. Ich habe ihn ausgefüllt. Sieht halt eh scheiße mir aus. Mir ist viel besser gefallen ohne Eyeliner. Kriege ich niemals ab. Wie wir wissen, wenn ich mir irgendwas in den Kopf setze, dann ziehe ich das auch durch. Okay, wisst ihr was? Ich mache die andere Seite und dann sehen wir uns direkt wieder. Okay, Leute, bevor wir weitermachen, ich packe mir jetzt ein bisschen Foundation und so drauf. Ich brauche meinen Primer zuerst. Ich weiß, dass der gerade bei Purish auch auf jeden Fall eine Aktion hat. Das ist mein absoluter Lieblingsprimer. Der ist fast leer. Von Dominique Cosmetics. Der Ultra Hydrating Complexion Primer. Ich schwöre auf den. Wenn ihr ein bisschen Probleme mit trockener Haut, das Ding ist grandios. Es ist nicht fettig. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, falls ihr es nicht tut, hallo. Da habe ich den euch schon so oft empfohlen, weil der so schön ist. Und meine Haut ist leider so ein bisschen trocken. Gleichzeitig aber auch fettig. 40 ml Himmel auf Erden. Ich nehme jetzt den Bear With Me Tinted Skin Veil. Diese Foundation, Tinted Moisturizer, was auch immer. Weil ich diese Kombi extrem oft benutzen werde und eigentlich jeden Tag benutzen werde, dachte ich mir, ich sage es euch jetzt mal kurz, weil wir gerade bei Tag 1 sind. Ich habe diesen Bronzer seit einer Weile schon in Benutzung. Das ist der Hello Good Stuff Matte and Glow Bronzer von Essence. Habe ich gerade benutzt. Okay, ich gehe jetzt zurück in unsere Palette und nehme wieder Tomb, die erste Farbe, die wir genommen hatten. Dieses rötlichere Braun. Ich habe jetzt unten nichts gemalt, außer Wimpern. Das heißt, ich mache es einfach ganz normal. Und ich blende es aus mit Script. Oh Gott, das war voll weit runter. Das geht. Okay, ich suche mir jetzt mal ein paar dramatische Lashes, die ich irgendwie in meiner Sammlung habe und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh mein Gott, Leute, ich wollte eigentlich erst zurückkommen, wenn ich fertig bin, aber guckt euch mal diese Lippenkombi an. Ich sehe aus, als hätte ich gerade spontan Lippen aufspritzen lassen. Habe ich nicht, ich schwöre. Ich habe nämlich so ein Crystal Nights Lip Set von Cash Beauty, was ich mitbestellt hatte. Und die erste Farbe davon ist der Lippenstift. Ich habe jetzt auch noch den Lip Liner von denen drauf. Und die Farbe Veil als Lippenstift. Und das ist nämlich der hier. Und der Lipgloss, der in dem Set auch drin war. Also kurze Info. Ich habe einfach Highlighter vergessen. Ich glaube, ich nehme den von Luisa. Die Christine! Ich weiß nicht wieso. Ich höre da immer so eine alte Stimme den Namen rufen. Ja, das ist nämlich so ein richtig schön goldener Highlighter. Das passt perfekt. Okay, Leute, ich mache jetzt mal meine Haare und so. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe einfach hier noch voll pinke Farbe. Ich habe gehört, ihr könnt das alle gut ignorieren. Okay, Leute, ich habe so das Gefühl, das ist nicht genau der Look, der Laura so vorgeschwebt ist. Aber ich finde ihn ziemlich nice. Ich hatte jetzt nicht die krassesten Wimpern dieses Jahrtausends, die so mega lang sind. Ich habe auch keine braunen Wimpern. Deswegen habe ich jetzt einfach mal die genommen, die am ähnlichsten noch irgendwie dazu waren. Und zwar von It's Likely Makeup, also Likely Makeup, ihre Make-up-Brand. Die sind super cool. Ich muss da immer eins abschneiden. Das habe ich hier dazwischen geklebt. Die sind nämlich so ganz weit auseinander, also Bündel. Und es sieht voll cool aus, finde ich. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt hier der fertige Look. Und ich zeige ihn euch jetzt auch mal nochmal im Direktvergleich. Lauras Look und mein Look. Ich muss zugeben, ich habe da ein bisschen, glaube ich, ein bisschen anders gemacht, als sie gewollt hätte. Es tut mir leid, Laura. Aber das mit dem Eyeliner hat überhaupt nicht funktioniert unten. Und ich will ja auch, dass das Zeug am Schluss richtig gut aussieht. Deswegen habe ich mal geguckt, dass ich so anpassen kann. Verantworten, oder? Okay, wow, es ist 1 Uhr nachts, deswegen werde ich mich auch direkt wieder abschminken. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns morgen wieder. Okay, Freunde, ich bin todesübermüdet gefühlt. Aber wir kommen heute zu einem Look von der lieben Julia. Ich dachte ja, Julia würde sowas ganz Süßes, Einfaches machen, so wie bei Laura eigentlich auch gedacht war. Aber gut, beide haben mich ein bisschen in die Pfanne gehauen, sage ich mal. Und zwar hat Julia mir nämlich einen Sonnenuntergang-Aufgang gemalt. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das hinbekommen soll, dass das gut aussieht. Ich werde mir die größtmögliche Mühe geben. Ich habe ein Bild gefunden von, ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich schätze mal, das ist eine Instagramerin oder so. Und die hat nämlich hier auch sowas gemalt. Wenn ich rausfinde, wer das ist, dann verlinke ich sie euch gerne. Ich dachte mir, vielleicht kriege ich das so auf die Art und Weise hin. Wir probieren es einfach mal. Ich habe euch schon mal so richtig schön rangezoomt, damit ihr so meine Haut sehen könnt. Und
Mhm. Ich glaube, ich werde dafür einfach mal die hier nehmen. Das ist die Carnival 3 Palette von Be Perfect. Ich habe da nämlich eigentlich alle möglichen Farben drin. Wow, Kamera, hallo, hallo. Da sind halt wirklich alle möglichen Farben drin. Ich habe aber auch noch die Afrique Palette bei Juvia's Place, weil die hat nämlich so ein richtiges Gelb drin, wie ihr sehen könnt. Und dieses Blau hier könnte vielleicht auch ganz gut hinhauen. Ich glaube, ich baue jetzt erstmal ein bisschen Rot auf. Sie hat ja Rot-Orange gemalt und das muss jetzt alles so ein bisschen rund aussehen. Ich trage es jetzt gerade nur mit so einem festeren Blendepinsel auf, weil ich das gleichzeitig so ein bisschen ausblenden will. Soll relativ soft sein, glaube ich. Mit meinem Pencilbrush, Alicia 10, für 10% Rabatt auf bhcosmetics.de auf alles Mögliche, gehe ich jetzt direkt mal in Mango, auch aus der Palette. Ich habe auch fast keinen Druck drauf. Ich will das so ganz, ganz, ganz soft machen gerade. Okay, ich glaube, ich gehe jetzt mal in Yellow, auch aus der Stacy Marie Palette. Ja, das funktioniert gut. Ich habe hier ein bisschen zu hoch geblendet, ne? Aha. Ist das gut? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal in die hier aus der Dreamy 2 von Nabla, übrigens eine meiner absoluten Lieblingspaletten. Okay, ich habe jetzt noch aus der Afrique Palette die Farbe hier und die packe ich jetzt da auch noch dazu. Das wird schwierig mit Schlupflidern, merke ich gerade. Leute, ich bin so unsicher. Ich glaube, ich mache mal kurz auf der anderen Seite, nur so zum Test. Wer hätte es gedacht, auch mit meinem Pinsel. Hier einen Kreis hin. Oh je, ich müsste das halt eigentlich hier hochziehen. Okay, ich habe jetzt hier mal so ein bisschen Make-up-Entferner und guck mal, dass ich hier einen Kreis reinbekomme, der halbwegs gut aussieht. Guck, jetzt verschwindet der nämlich. Dann muss ich es hier hochziehen. Das ist schon arg gruselig, muss ich sagen. Es wird auf jeden Fall ein Look, der nur gut aussieht, wenn ich nach unten gucke. Ich habe jetzt hier von Lethal Cosmetics so einen Gel-Eyeliner in der Farbe Stereo. Das ist so ein mega gelb. Ich nehme den jetzt mal als Base. Augen auf, hab sie halt auch richtig kacke aus. Oh Mann, oh. No, stop. Ah. Oh Mann, oh, mich nervt, dass es nicht besser wird. Es wird immer nur fleckiger. Ich habe momentan echt kein Glück mit diesen Eyelinern. Wow, ich krieg das nie wieder ab. Oh je, das war ein bisschen zu weit. 2000 Jahre später. Okay, Freunde, ich habe das jetzt nochmal gemacht. Warum habe ich hochgeguckt? Warum habe ich hochgeguckt? Okay, ich gucke jetzt nicht mehr hoch, bis ich die Farbe da drauf gepackt habe. Jetzt sieht man übrigens, dass die Farbe von der Palette nicht fleckig ist, sondern einfach nur dieser Eyeliner. It's working. Das war das Stressigste, was ich in meinem Leben je gemacht habe, gefühlt. Hab offensichtlich einen sehr, sehr harten Job, wenn das das Stressigste war, was ich je gemacht habe. Wir sind ein Horizont. Okay, das war eine schwere Geburt, aber wir machen jetzt weiter mit unten. Und sie hat da Blau. Ja, warum nicht, ne? Ich werde jetzt wieder machen wie oben und es umdrehen, die dunklere Farbe nach innen machen, einfach damit man es besser sieht. Ich gehe jetzt in The Deep aus der Stacy Marie Palette, also Be Perfect. Das ist extrem gruselig gerade. Das fühlt sich so falsch an. Wir müssen das jetzt mit irgendwas ein bisschen ausblenden. Ich hatte doch dieses andere Blau in dieser Afrique-Palette, oder? Ja, komm. Ah! Ich werde nervös, merkt ihr es? Jesus, kann ich mal aufhören, alles runterzuwerfen? This was not very intelligent. Allgemein war das, glaube ich, nicht so eine schlaue Idee, was ich hier gerade mache. Das ist so eine Tragödie, die sich hier gerade abspielt, Leute. Vielleicht sieht es gut aus, wenn ich diese gelben Dinge reinmal. Wie mache ich die denn jetzt überhaupt? Ich war ja noch ganz zuversichtlich, bis ich in den Spiegel geguckt habe. Mir ist gerade eingefallen, dass ich gelbe, wasseraktivierte Farbe habe. Vielleicht kann ich damit irgendwas retten. Das sieht halt einfach nur kacke aus, ne? Also ich finde, man sieht, in welche Richtung es gehen soll, aber es sieht halt noch richtig scheiße aus. Lass mich mal noch so ein bisschen Orange mit reinblenden. Das ist schon besser, oder? Das sieht halt ultra scheiße aus, wenn ich meine Augen offen habe. I don't know, man. I don't know. I mean, it kinda works. Ich mache mal die andere Seite und hoffe auf das Beste. Okay, Leute, ich schwöre euch, ich habe versucht, Accessoires zu finden, die damit eben viben, aber nichts passt für mich. Ich finde alles zu viel. Liegt wahrscheinlich daran, dass das hier auch schon sehr, sehr viel ist. Okay, schauen wir mal an, was ich benutzt habe. Ich habe die Foundation von Anastasia Beverly Hills benutzt. Ich habe den Bronzer von Essence drauf, den Hello Good Stuff Bronzer. Was die Lippen betrifft, habe ich Cash Beauty benutzt und zwar Rust Nude. Das ist die Farbe hier. Mega schön. Und dazu den Lipgloss von Cash Beauty in der Farbe Starlight. Ach ja, als Blush habe ich auch noch Joy von Rare Beauty drauf. Und Highlighter ist von der Lovia und Maxim Palette der hier und der hier. Ach ja, ich habe in der Zwischenzeit noch einen Eyeliner gemacht, wie ihr sehen könnt. Ich habe auch schwarz auf die Wasserlinie aufgetragen. Ich habe auch Wimpern aufgeklebt. Das ist After Midnight von meiner Kollektion. Die sind nämlich nicht so
super heavy und lassen das alles noch so ein bisschen durchscheinen, aber die betonen eben solche Looks, die so in der Mitte eben fokussiert sind. Deswegen fand ich, dass die ganz gut passen. Was den Look an sich betrifft, es ist gewöhnungsbedürftig. Es ist definitiv eher so ein Kreativding, was halt nur auf einem Foto aus einem bestimmten Winkel zum Beispiel gut aussieht, wenn ich jetzt, keine Ahnung, die Augen zu habe und den richtigen Winkel finde irgendwo, dann sieht's gut aus. Julia wollte es so. Julia, ich hoffe, es gefällt dir. Es wird auf jeden Fall schwierig, das gleich zu fotografieren, sodass es gut aussieht. Ich hoffe, wir kriegen das auf die Reihe. Aber das werdet ihr dann auf Instagram sehen, weil ich ja die ganzen Bilder auf Instagram poste. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Ich habe das Gefühl, ich werde es in diesem Video so oft sagen. Hier jetzt auch nochmal das Bild von Julia und mein Look nebeneinander, wie immer. Ich bezweifle, dass es mein Lieblingslook aus dieser Reihe wird, aber wir werden sehen. Es kommen ja noch ein paar andere. Und weil wir noch so viel vor uns haben, würde ich mal sagen, wir machen weiter und zwar morgen. Ich habe vergessen, die Vögel aufzumalen. Julia hatte Vögel gemalt. Okay, jetzt können wir weitermachen. Wisst ihr, welcher Tag heute ist? Tag des Brokkolis. Wir haben heute am Start die liebe Naomi. Naomi ist eine meiner besten Freunde und ich liebe sie. Und sie hat mir einen Look gemalt. Er ist besonders, sagen wir mal so. Er ist sehr grün. Und sehr besonders. Sie hat auch über die Augenbrauen drüber gemalt und ich weiß es nicht genau, ob das heißt, dass ich meine Augenbrauen komplett wegmachen soll. Ich habe aber vielleicht einen anderen Plan. Wir gucken mal. Auf jeden Fall ist sie hier so ein mega krassen Eyeliner und ich muss gestehen, ich weiß gar nicht so genau, wie das geht. Ich baller mir jetzt erstmal diesen Gotta Be Kleber in die Augenbrauen. Ich packe die jetzt auch mal ganz hoch. Warum nicht? Das Schöne ist, ich habe meine Augenbrauen ja abrasiert. Naomi hat das ja auch ständig. Damit sind wir schon mal im Twin. Das ist eine super Voraussetzung. Jesus, wie soll ich denn das mit diesen Augenbrauen hinbekommen? Nächste Seite. So, Botox wäre jetzt sehr praktisch. Dann würde ich meine Augenbrauen nicht so viel bewegen. Geh mal kurz um die Ecke, ne? Spaß beiseite, Freunde. Ich weiß, es ist schwer zu glauben, aber ich werde mir jetzt nicht extra Botox für diesen Look machen lassen. Ich weiß. Shocking. Die Be Perfect Carnival 3 Palette. So sieht die so aus. Ich nehme jetzt direkt erstmal Forest, das dunkle Grün. Ich weiß nicht, welche Seite was sein soll. Wow, ich habe eigentlich noch nie so ein grünes Augen-Make-up gemacht, glaube ich. Okay. Key Lime, das ist so ein richtiges Neongrün. Wow, ich sehe ja ganz toll aus jetzt. Aber der Blend, hallo. It's working. Bisschen dunkler machen kann ich es jederzeit. Das heißt, ich lasse es erstmal so, wie es sie auch gemalt hat. Du bist schuld, Naomi. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass das so passt. Ich nehme jetzt nochmal so einen flachen Pinsel und setze das Schwarz aus der Palette, Black Beach, auf diese Seite. Was mache ich mit den Augenbrauen, ey? Ich glaube, ich mache mal ganz kurz Foundation und so off-camera und dann gucken wir weiter, was wir jetzt eigentlich machen. Ich hatte echt viele Probleme gerade und da habe ich auch noch aus Versehen einen Concealer genommen, der zu hell war und ich bin fix und fertig, okay. Egal, wir machen weiter. Ich habe hier Eyeliner von Lethal Cosmetics, die perfekt passen müssten. Ha! Grün. Schaut mal, der hier ist abgebrochen, der Eyeliner-Pinsel, aber ich probiere den jetzt trotzdem. Als hätte ich nicht genug Pinsel, mit denen ich auch hätte arbeiten können. Ich struggle gerade richtig. Ich bin unzufrieden. Leute, wisst ihr, ich probiere so gerne neue Sachen aus, aber es läuft oft darauf hinaus, dass ich doch das benutze, was ich immer benutze. Super Beauty. Die habe ich übrigens bei Purish bestellt damals, als die neu waren. Die mischt man einfach nur mit Wasser an. Das ist keine cute. Okay, ich wage es jetzt auf der anderen Seite. 12 Sekunden später. Not convinced. Okay, hear me out. I'm trying to cover my eyebrows with white, but it ain't working. Ich habe entschieden, ich lasse die Augenbrauen jetzt erstmal kurz so. Es war eine Idee, das so zu machen, aber ich glaube, die Idee war nicht so gut. I tried. Dieses Video ist voller I tried and I failed. Ich sehe einfach komplett verrückt aus. Oh nein, ich habe zu viel Wasser gemischt. Läuft überall rein. Ah. Okay, bei der anderen Seite brauchen wir 2 Zacken. Keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Naomi verfluchen soll oder mich bei ihr entschuldigen soll. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Okay, wir müssen jetzt noch einen Brokkoli malen auf der grünen Seite. Ich schwöre euch, das ist so schwierig. Broccoli. Komm, wir geben ihm noch einen kleinen Schatten, warum nicht? Ich möchte jetzt ganz gerne mal gucken, was passiert, wenn ich Lashes aufklebe, weil momentan sieht es einfach nur scheiße aus. Who's surprised? Not me. Weil es ein Look von Naomi ist, muss ich natürlich auch Lashes von ihr benutzen. Sie hat ja mit Melody Lashes eine komplette Lash-Kollektion gemacht, wo auch der Spiegel, den wir gerade gesehen haben, dazu gehört. Und meine Lieblinge sind Taco, weil die sehen nämlich so aus. Sie sehen super cool aus, ein bisschen unterschiedlich. Und ich glaube, wenn irgendwas diesen Look retten kann, dann sind es die Lashes. Also schauen wir mal. Okay. It does save it. A
bisschen. Ich schwöre euch, ich habe die Lashes so oft benutzt, dass sie fast auseinanderfallen. Ich glaube, die werden nicht mehr lange überleben. Ich muss die irgendwo bestellen. Was mache ich mit den Augenbrauen? Ich kann die nicht so lassen. Ich lasse es so stehen. Wir sprechen von Naomi, also darf das hier nicht fehlen. Ich werde ohne Witz so oft gefragt, wie ich meine Fake Freckles mache. Und es ist immer das Zeug. Das ist Freck. Damit kann man Freckles machen. Wer hätte es gedacht, Ellie? Gibt es auch bei Purisch, ist sogar gerade reduziert, falls ihr Interesse habt, weil das Zeug ist leider ein bisschen teurer, aber es ist halt einfach echt extrem cool. Als Blush nehme ich jetzt mal Sleek Suede, weil es sehr neutral ist. Oh, ich bin einfach jetzt voll drauf geballert. Ich hoffe, das geht klar. Okay, als Highlighter nehme ich von Too Faced Love Light Blinded by the Light. Was die Lippen betrifft, Naomi ist ja oft so ein bisschen so over the top Lip Liner, aber auch manchmal so richtig schön ausgeblendet und richtig viel Lipgloss. Und ich glaube, da habe ich mehr Bock drauf. Ich habe hier mal so ein Beispielbild von der lieben Naomi. Ja. Ich glaube, wir versuchen das mal so auf die Art. Vielleicht klappt das ja. Weil ich habe nämlich hier von Rare Beauty dieses Zeug liegen. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ganz gut klappt und vielleicht meine Haare so ein bisschen besser einarbeitet in den Look. Probieren wir es doch einfach mal aus. Sieht richtig verrückt aus. Okay, okay, Leute. I think I did something here. Obwohl ich die Augenbrauen echt sehr furchteinflößend finde, finde ich, dass es im Gesamtbild halt doch irgendwie funktioniert mit den Haaren. Ich werde das Ganze gleich mal ausprobieren mit dunkleren Augenbrauen. Ich male da noch so ein bisschen drüber. Aber an sich, I think it's cute. Mein Mikro ist im Bild. Ich sehe das jetzt erst. Yeah, look at the ponytails. That looks so good. Look how cute it looks with the pink. Yeah, I love it. I love the freckles. Also wie immer jetzt mal kurz hier im Vergleich mein Look und der Look, den Naomi gemalt hat. Ich glaube, ich habe das ganz gut hinbekommen. Ich habe jetzt mal noch eine Variante gemacht mit dunkleren Augenbrauen. Ich habe einfach mein ganz normales Augenbrauenzeug genommen und damit so ein bisschen unten eben vor allem diese Kante betont. Und ich finde, das sieht sogar noch ein bisschen besser aus. Ich finde, man könnte beides machen, aber das hier sieht für mich harmonischer aus, auch gerade weil die Haare oben so dunkel sind. Okay, Leute, es ist einfach schon 23.23 Uhr. Das heißt, ich werde damit der ganze jetzt nirgendwo mehr aus dem Haus gehen. Wir haben auch noch Corona. Ich gehe sowieso nicht aus dem Haus. Also würde ich mal sagen, Brokkoli erfolgreich abgehakt. Und auf zum nächsten Tag. Okay, Leute, der Look für heute, da freue ich mich schon so sehr drauf. Die liebe Luisa hat mir einen sehr coolen Schmetterlings-Look gezaubert. Lustigerweise passt er gerade perfekt zu meiner Handyhülle. Übrigens, diese Handyhülle ist einfach so schön. Die Popsockets gibt es übrigens auch noch. Kurze Werbeunterbrechung. Die habe ich von Skinny Dip. Ich muss dazu sagen, die sehen einfach genauso aus wie die von Casetify, nur sind die halb so teuer. Do what you want with that information. Auf jeden Fall verlinke ich euch die Popsockets und die Handyhülle gerne mal in der Infobox, warum nicht? Zurück zum eigentlichen Make-up. Wir haben hier einen rot-rosa-pinken Schmetterling. Und schaut mal bitte meine Haare an, wie gut das vielleicht passen müsste. Ich habe schon den Hintergrund ganz süß und soft gestaltet und wir werden jetzt einen Schmetterling machen. Ich kenne die Schmetterlingslooks, ich habe die schon oft gesehen, aber ich habe noch nie einen selbst gemacht, also wünscht mir Glück. Ich habe schon so ein bisschen meine Augenbrauen gemacht, auch wieder mit dem Zeug hier von gestern. Wow, wie hässlich habe ich bitte meine Haare gerade weggesteckt. Das wird nicht schöner, ne? Ich muss dringend meine Haare waschen, ich habe sie gestern nicht mehr gewaschen. Zeitmanagement ist ein Problem, kann ich euch sagen. Das ist ja echt schrecklich. Warum sieht denn das so scheiße aus? Ich glaube, ich fange an bei Afterlife aus meiner Palette. Und den setze ich wie so oft einmal hier oben drauf, weil ich das einfach so ein bisschen neutralisieren will. Schlechte Energie. Und ich habe einen Plan. Ich gehe jetzt mal mit meinem Eye Primer auf das Lid und packe schon mal so die grobe Form so drauf. So ungefähr, wie ich sie haben will. Ich hoffe, ich kriege das hin mit meinem Pinsel. Ich bin mir echt nicht sicher, wie hoch ich das ziehen soll. Okay, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ich werde jetzt mal gucken. Sie hat vorne pink, hinten rot. Ja, kriege ich hin. Ganz ehrlich, ich glaube, ich nehme die Palette von gestern nochmal, weil die hat halt genau solche Töne drin. Und ich gehe direkt wieder in Blaze, würde ich sagen, oder? Okay, wir blenden auf jeden Fall das Rot ja hier außen lang. Deswegen setze ich das jetzt mal hier drauf. Hallo, Kamera. Ganz vorsichtig. Okay, ich gehe jetzt mal über zu Pink. Ich versuche es mal mit Bloom. Das ist so eine Farbe hier. Ja. Ich liebe diese Pinsel einfach. Okay, jetzt gehe ich noch in Pink Lily. Das ist direkt daneben. Das ist halt ein richtiges Pink. Und das setze ich jetzt hier vorne rein. Ich glaube, ich werde nie wieder diese Stains loswerden. Bin ich mir relativ sicher. Blend, 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 blend. Ich gehe jetzt mal in
Lilac ein bisschen rein. Pack die noch ein bisschen nach da vorne. Ich will das ein bisschen softer haben da vorne. Und gehe mit Pearl drüber, diese super helle Farbe. Okay, Leute, ich fange jetzt eigentlich schon mit Eyeliner an, würde ich sagen. Warum zoome ich eigentlich nicht rein? Ich bin ein richtiger Dummbatz. Ich male jetzt an irgendwelchen Stellen so ein paar Striche mit rein. Hast du keine Ahnung, wo genau, aber wir werden das schon irgendwie improvisiert kriegen. Ich glaube, ich brauche noch irgendwas hier so. Es fühlt sich so falsch an. Cute! It's working! Das war jetzt irgendwie deutlich einfacher, als ich erwartet habe. Okay, ich male da jetzt einfach irgendwelche random weißen Punkte rein. Das haben doch Schmetterlinge. Das ist zumindest das, was ich bei jedem immer sehe, wenn die das machen. Ich werde jetzt die andere Seite machen. Okay, ich habe jetzt haufenweise Blush drauf gemacht, weil ich glaube, das passt ganz gut zu diesem Look. Und ich habe auch haufenweise Freckles drauf gemacht. Ich habe gerade vergessen, dass ich noch Highlighter benutzen wollte. Ich nehme einfach den gleichen von gestern, warum nicht? Ich mache unten jetzt genauso wie oben, in der Hoffnung, dass es auch gut funktioniert. Einfach mal hier runter. Okay, ich gehe da jetzt genauso wie eben auch ganz vorsichtig drüber. Eigentlich gleiches Spiel nochmal. Meine Speicherkarte war gerade voll, aber ihr wisst ja, was ich gemacht habe. Einfach wieder Eyeliner und ein paar weiße Punkte und es sieht so süß aus. Lashes sind Chili von der Melody Lashes und Naomi Kollektion. Die sind jetzt gerade perfekt, weil die so ein bisschen artsy aussehen, aber trotzdem sehr soft sind. Okay, Leute, ich habe gerade ein bisschen improvisiert mit den Haaren. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das so 200% perfekt gemacht habe. Eher nicht. Aber an sich, der Make-up-Look ist, glaube ich, einer meiner liebsten Make-up-Looks, die ich hier gemacht habe. Gruß geht raus an Luisa an dieser Stelle. Vielen Dank für die Inspiration. Ich hätte das gefühlt nie gemacht, wahrscheinlich, einfach weil ich faul bin. Aber jetzt, wo ich so sehe, gefällt es mir voll gut. Das Oberteil hier habe ich übrigens von Pretty Little Thing. Die Kette habt ihr aus meinem Instagram-Shops-Video vielleicht schon erkannt. Die Klammern sind von Wish. Lippenkombi ist hauptsächlich der hier von Rare Beauty plus in der Mitte eben so richtig ausgeblendet der hier von Rare Beauty. Also einmal Energize und einmal Heroic und dann on top dieser Lipgloss hier von Kylie in der Farbe Sweet. Ich finde den Look so süß. Er hat viel, viel länger gedauert, als ich gedacht habe, ehrlich gesagt. Ihr könnt jetzt hier mal einen Vergleich sehen zu Luisas Look und zu meinem Look und mir Bescheid sagen, was ihr denkt, wie gut ich das gemacht habe. Okay, Freunde, meine Haut ist mittlerweile echt nicht mehr so glücklich. Es ist auch schon relativ spät. Aber ich kam nicht vorher dazu zu filmen, weil ich tausend andere Sachen machen musste. Aber gut, hier sind wir. Das ist übrigens mein Dominique Cosmetics Primer, von dem ich euch immer 2000-fach erzähle. Wir haben heute einen Look, bei dem ich echt nicht weiß, wie ich den umsetzen soll. Und zwar von Nique. Ich dachte mir, ich frage mal jemanden, der nicht ganz so krass im Make-up-Game drin ist, wie jetzt die ganzen anderen Leute. Deswegen war Nique der perfekte Kandidat. Wer ihn nicht kennt, wunderbarer Mensch, ganz große Klasse, macht sehr viele Streams, macht auch lustige YouTube-Videos, aber er ist einfach an sich menschlich für mich so abnormal positiv. Ich kann euch stundenlang davon erzählen, aber sein Look ist gewöhnungsbedürftig. Wir haben diesen sehr interessanten Liner-Look. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen soll, dass das gut aussieht. Nique, was? Ich werde mir Mühe geben, das schön zu machen, okay? Aber ich kann nichts versprechen. Es wird auf jeden Fall sehr dramatisch. Ich würde mal sagen, ich zoome euch mal eine Runde ran und dann fangen wir direkt an. Okay, Leute, ich habe euch direkt mal richtig rangezoomt, damit ihr wirklich jede Pore von mir sehen könnt. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal meine Eyeshadow-Base machen. Das ist... Nee, warte mal, ich mache erstmal meine Augenbrauen. Ich mache erstmal meine Augenbrauen. Ich weiß noch gar nicht, was ich machen will mit meinen Augenbrauen. Ich finde, wenn wir schon so einen Graphic Eyeliner machen, dann brauchen wir auch echt starke Augenbrauen. Ich mache aber jetzt erstmal hauptsächlich diese untere Seite so richtig und dann oben gehe ich nachher nochmal drüber. Wir müssen ja auch noch Foundation so ein Kram machen, sagte sie und machte oben weiter. 2018 hat angerufen, sie wollen ihre Augenbrauen zurück. Bevor ich auch nur ansatzweise irgendwas mache, werde ich jetzt versuchen, diese Linien zu platzieren, weil wenn das schief geht, dann kann ich das einfach wieder abschminken. Ich habe gerade meine Palette da hinten liegen lassen, ich will nicht aufstehen, deswegen nehme ich jetzt die Nabla Dreamy 2. Die ist tatsächlich meiner Palette relativ ähnlich, habe ich das Gefühl. Nicht so ähnlich, dass es die gleiche Palette wäre, aber die würden zusammen sehr, sehr gut harmonieren. Ich nehme jetzt die Farbe, die ich nicht aussprechen kann, die hier oben. I think therefore I am. Stop. What the hell are you talking about? Im Grunde brauchen wir für den Look ja keine Lidschatten. Das ist eigentlich nur Eyeliner. Das ist übrigens eine meiner liebsten Alltagspaletten, weil dieser Braunton hier so toll ist. Der hier ist auch wunderschön und der hier und der hier und alle.
Aber die Farben werden wir jetzt nicht brauchen. Warum erzähle ich es euch überhaupt? Ich glaube, ich muss jetzt erstmal diesen ersten Eyeliner machen. Den hier unten. Wobei das ja gleichzeitig auch der ist, der am einfachsten ist. Ich werde mir auf jeden Fall hier so ein bisschen runterziehen, aber das sieht bei mir meistens scheiße aus. Ich gebe mir Mühe. Keine Hede, but it's okay. Warum male ich eigentlich einfach drauf los? Ich bin wahnsinnig. Ich male das jetzt mal noch nicht an, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich das machen möchte. Aber ich versuche jetzt mal die weiße Linie drauf zu packen. I don't want to. Ich habe gerade wirklich nicht die geringste Ahnung, wie ich das machen soll. Hier hin. Mhm. Interessant. Ich muss den hier auf jeden Fall ausfüllen, sonst sieht das komplett kacke aus. Der langweiligste Teil aus diesem Video, weil ich einfach nicht reden kann, weil ich mich so konzentrieren muss. Okay, ich versuche mal diesen weißen Strich ein bisschen dicker zu machen. Das war zu weit unten. Und das war eine sehr dumme Idee. Wieso bin ich so? Warum? Es könnte vielleicht doch was werden. Ich will es nicht zu laut sagen. Machen wir mal den schwarzen drüber. Leute, ich atme einfach die ganze Zeit nicht. Oh Jesus. Ich wollte eigentlich zwischen der weißen und der schwarzen Linie Platz lassen, habe ich es aber nicht geschafft. Ich habe hier so zu weit runtergemalt und plötzlich war es zu spät. Geht das so? Ich werde jetzt die andere Seite versuchen, gleich zu machen. Wenn ich es schaffe, dann komme ich zurück mit Foundation, Concealer, dann machen wir weiter. Wenn nicht, dann werde ich weinen. Ich muss schon sagen, ich bin ein bisschen stolz auf mich. Das sieht irgendwie voll cool aus. Wir brauchen jetzt Magenta hier unten. Und ich habe hier so einen Eyeliner, Lip Liner, irgendwas von Makeup Forever. Ach so, kurz bevor wir das machen. Ich habe jetzt die zwei Foundations hier gemischt, weil ich so richtig Full Coverage Glam haben wollte. Foundation von Anastasia Beverly Hills und Revlon Colorstay. Das hier habe ich als Bronzer und Konturfarbe. Das ist von Charlotte Tilbury. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ist so ein Dreck, weil das einfach... Ich weiß nicht genau, was da los ist mit der Verpackung. Und das Rare Beauty Blush in der Farbe Grace, was mich fast overblushed hätte, aber ich habe es noch retten können. Und der Concealer ist Milani Conceal and Perfect, weil der relativ starke Deckkraft hat. Okay, versuchen wir es mal mit der Farbe All Over Magenta. Kriege ich das hin damit? Passiert was? Ja. Interessante Wahl auf jeden Fall. Habe ich hier gerade irgendeine Palette mit einem Magenta-Ton? Vielleicht die hier. Das ist die Nubian Royal Palette von Juvia's. Oder wisst ihr was? Ich habe mich mit der Carnival 3 Palette schon so gut angefreundet von Be Perfect. Da ist nämlich... Okay, ja. Der ballert nämlich richtig. Fruity heißt der. Hoffen wir mal, dass es auch gut aussieht. Okay, mal gucken, mal gucken. Ich muss mal den Eyeliner jetzt da noch ein bisschen weiterziehen. Der hier muss halt wieder sozusagen zurückkommen. Okay, wir versuchen das jetzt einfach mal. Und wenn ich jetzt irgendwas richtig verkacke, ne? Oh, ich muss das näher am Spiegel machen. Jesus, ist das anstrengend. Boah, das war so schwer. Ich versuche es mal, die Lippen zu machen. Soll ich jetzt einfach den gleichen Stift nehmen oder soll ich den Lip Liner nehmen? Ich möchte ganz gerne den Lip Liner nehmen. Das ist von MAC Heroine. Wer ist denn mit dem NYX Super Clicky Matte Lipstick in der Farbe Chain Reaction? Sieht doch ganz gut aus, oder? Okay, Leute, ich brauche jetzt noch Wimpern und irgendein Outfit dazu und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Leute, das hier ist jetzt der fertige Look und ich muss sagen, dafür, dass ich mir so unsicher war, was den Look betrifft, finde ich, ist er richtig gut geworden. Und dafür, dass ich auch vor allen Dingen nie Graphic Eyeliner mache, wirklich nie, weil einfach meine Augenform das so ein bisschen kompliziert macht, ich finde es mega cool. Es hat doch nochmal um einiges länger gedauert, als ich gedacht habe. Die Kette hier ist von ASOS, die hier, weiß ich nicht mehr. Und die hier ist aus diesem einen Instagram-Shops-Video, was ich gemacht habe. Wimpern sind Flex aus meiner Wimpernkollektion mit BH Cosmetics. Code Alicia10 für 10% reduziert auf alles auf bhcosmetics.com. Ich bin ein richtiger Influencer. Ich finde, die sind perfekt dafür, weil die einfach so ganz leicht so nach außen auch gehen, aber es nicht so überschatten und eben man jede Linie auch noch perfekt erkennen kann. Dafür liebe ich sie. Ich muss sagen, an dieser Stelle vielen Dank, Nick, dass du mich inspiriert hast zu diesem Look, denn den hätte ich wirklich nie gemacht. Also wirklich, das ist so weit von dem entfernt, was ich jemals gemacht hätte. Auch mit dieser Farbe hier unten. Nie im Leben wäre ich darauf gekommen. Ganz genau, toll, dass jetzt die Zähne auch so geil aussehen, jetzt solchen Lippenstiften. Übrigens, falls ihr euch mal gefragt habt, warum man immer diese Kante hier oft sieht, das ist einfach, wenn man leichte Schlupflider außen hat, dafür, dass man eben dann, wenn man gerade guckt, der Eyeliner richtig schön gut gezogen aussieht, kann das bei meinen Augen in der Dicke zum Beispiel auch nicht machen, ohne diese Linie reinzuhauen. Aber ich finde, es sieht mega cool aus. Ich mag das voll gerne. Aber wenn ihr das nicht mögt, müsst ihr einfach dünnere Eyeliner-Striche machen oder es einfach ganz sein lassen, wenn ihr es wirklich gar nicht mögt.
und ihr sehr starke Schlupflieder habt. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, hier nochmal ein Side-by-Side-Comparison von Neeks Look und von meinem Look. Ich glaube, ich habe ihn sehr gut getroffen und ich hoffe, dass es euch gefällt. Ja, dann würde ich mal sagen, ich schmink mich direkt wieder ab, weil es ist 0.26 Uhr. Das ist tatsächlich der letzte Look dieser Reihe, der fünfte Look, den ich gemacht habe. Und langsam aber sicher fallen mir meine Hände ab, meine Pinsel sind alle dreckig. Es ist Zeit, aufzuhören. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mich gerne wissen in Form von einem Daumen nach oben oder einem Kommentar oder beidem am besten, wenn ihr richtig gut drauf seid. Ihr könnt natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und aktiviert auch gerne die kleine Glocke, um keine Uploads zu verpassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Teil der Familie werdet. Vielen Dank auch an Purisch für das Sponsern dieses Videos. Ich freue mich wirklich über jede Zusammenarbeit mit euch so sehr, weil ich euch so gerne mag. Also vielen, vielen Dank von mir aus meinem tiefsten Herzchen. Wie gesagt, die Black Week, die läuft noch bis zum 30.11. Also seid schnell. Gut, dann würde ich mal sagen, schminke ich das doch einfach wieder ab, weil jetzt einfach schon ziemlich spät ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.